What happened before? That creature was strangely overbearing. Yeah, it basically exploded with electromagnetism. That's bad for us, right? Confusing, at least. Gives the senses a good punch. Und damit bin ich wieder da. In diesem Bereich hier. Hab immer noch einen Schlag weg. Und mein Name ist Kuskus, ich spiele gerne und das hier ist Soma. Mein zweiter Aufnahmetag und wenn ich in eine Taschenlampe, die hat mir am Anfang gefehlt. Wo es so fucking dunkel war. Tschüss dafür. Ich muss jetzt hier irgendwas finden, das uns hilft. You really need to stop drawing attention to yourself. Sorry. Ich konnte nicht ahnen, dass der gets back. Be careful. I don't know if you can take another hit. Ich glaube nicht, dass ich noch einen Schlag haben könnte. What happened to the tower and the dock and the welcome center? What tower? What are you talking about? This place is in ruins. All the cameras show static. It's so strange. Ah. Ein Gesundheitsknopf. Okay, mein Optik ist wieder okay. Ich habe den Drang zu speichern, aber macht das Spiel automatisch. Catherine? What? Nothing. Never mind. Gut, dass du mit ihr dauernd sprichst. Ich muss irgendwo in den anderen Raum und was holen. Aber was? Wahrscheinlich wieder viel zu blöd, das zu sehen, was ich suche. Okay, doch nicht den Weg. Hier komme ich auch nicht durch. Und das Ding kann ich auch nicht öffnen. Und hier drin ist auch nichts außer dem, der mir die Energie gegeben hat.
nicht irgendwie so ein Journal, was mir jetzt sagt, hey, cool, dass du da bist. Übrigens, du musst das und das holen. Ach, hier sind Räume. Just check the computer. Yes, look for anything about the Ark. Okay. Daten wiederhergestellt, Arche. Meinungsumfrage. Interview 1. Lass mal hören. Are you excited about the Ark? At first, I couldn't really see the point of it. But then I thought, why shouldn't we, right? I mean, if we are able to save even just a small piece of ourselves, why wouldn't we do that? So you are in favor then? I think it's really important we do this. Okay. Jan Petersen. What are your thoughts on the Ark? It's a great idea. Finally, we have something to do. Am I right? Are you optimistic about the project's chances of, about the Ark reaching space? Yeah, it can definitely be done. You already solved the biggest problem, how to actually get us all in there. Now all we have to do is build the damn thing. And Hope Phi is still operational. Yeah, I think we can do it. But it's not gonna be easy. Wir machen das nicht, weil es leicht ist, sondern weil es schwer ist. Sagst du noch was, oder? Und Interview Nummer 3. Mit Mark Sadang. What are your thoughts on the Ark project? The idea is just incredible. By every definition. It really makes you think about what it means to be human. What makes you say that? Beyond the basics. Beyond the superficial. I'm convinced there's something with even greater value. You have provided a platform which is not necessarily restricted to our digital progeny, but a means of actual survival. It's my sincerest belief that we can go on living through the reality of continuity. Danke dafür. Archeumgebung. Is this from inside the Ark? Yes. That's some early renders of the world inside. Looks a whole lot comfier than this place. 5,11 Quadratkilometer, modularer Raum. 12,2 Kubik Quadratkilometer, gemischter Laubwald. 2 Quadratkilometer Stadtpark. Hört sich nach viel an. Schaltbild. Brain Digital Server. Okay, noch mehr Schaltpläne für irgendwas? Für den Stuhl? Eine Explosionszeichnung? Kann man machen. Komponenten mit Zauberkraft zu einer Satellitenschüssel. Hier ist so ein schöner... Beschleuniger abgebildet. Untersuchung. Willkommen. Wenn Sie dies lesen, haben Sie es in die Arche geschafft. Diese Umfrage soll den Entwicklern ein besseres Verhältnis ihrer subjektiven Erfahrung geben und wie sie ihr Wohlergehen verbessern können. Bitte fahren Sie mit der Umfrage fort. Wie würden Sie Ihren physischen Zustand beschreiben? Ich fühle mich normal, ich fühle mich gestärkt, eine bessere Version meiner selbst, ich fühle mich fremd, ich bin Gast in einem anderen Körper, ich fühle mich falsch, nicht mehr wie ein echter Mensch. Nächste Frage. Ich fühle mich normal. Nächste Frage. Wie würden Sie Ihre Wahrnehmung beschreiben? Ich nehme meine Umgebung bewusster und genauer wahr. Ich fühle mich blockiert, seit meine Sinne betäubt werden. Wie würden Sie Ihren neuen Zustand beschreiben? Ich mag ist es angenehm, ich mag es nicht, irgendwas stimmt nicht. Es ist beunruhigend, deprimierend. Beunruhigt Sie die Tatsache, dass Sie nicht länger rein menschlich sind? Ich fühle mich ein wenig so, als hätte ich mich selbst verloren. Ja, ich traue meiner vorherigen Existenz nach. Ist mir egal, welche Form ich habe, solange es für mich weitergeht. Wie nehmen Sie Ihre neue Existenz wahr?
Es ist eine direkte Fortsetzung meines vorherigen Selbsts. Bis auf 86 Jahre dazwischen, aber wie ein neues Kapitel meines Lebens. Als wäre ich neu geboren worden, ein vollständiger Neuanfang. Sie ist etwas völlig anderes und hat nichts mit meinem vorherigen Ich zu tun. Das neue Kapitel. Finden Sie, dass diese neue Existenz ein lebenswertes Leben sein wird? Vielleicht können wir einen neuen Sinn in dieser Welt finden. Nein, es ist zu weit entfernt von der Realität und allem, was ich kenne. Ja, aber mit weniger Bedeutung, ja, genauso wie mein vorheriges Leben. Möchten Sie lieber aus dem Projekt entfernt werden und den Tod akzeptieren? Nein. Die Antwort wurde gespeichert. Vielen Dank, das Arche-Team. Und Arche-Tracker. I found a tracker homed in on the Ark. Oh, that's clever. I wonder if I thought of that. Does it still work? I really need to know what happened to it. I think so. It's doing something at least. Where is it? Hold on. I'm trying to find it. Please let it be safe. Okay. Ich klicke einfach mal hier. Nicht im ausgewählten Bereich. Bitte nicht auf der Erde. Hier. Okay. Omikron Delta. Okay, an Land. Pfeffer. I found it. It's at a site named Tau. Oh, no. It's on Earth. It's so close to Phi, they almost made it. Damn it, it won't make it for long in that state. A couple of decades at most. Yeah. That's not much to build a future. If we got to it, could we get on the Ark? I suppose, but I'm not exactly flexible at the moment. Okay. Arche gefunden. Pathos 2, Standard Tau, Krankenstation. Okay. I'll take us there. I can move, jump, swim, sort of. You're stuck in the door opener, the Omni tool. I'll just carry you there and you'll show me what to do. That sounds really risky. Besides, I don't like the idea of you carrying me around. Come on, Catherine. This is what you wanted to do. Your final mission. Let's launch the Ark. We would need to find a way to get into the Abyss. Can't take the Climber without a power suit. We probably have to go to Theta and pray that Dunbat's still working. Okay, so we go to Theta. I don't know. It's pretty far. Catherine, look around. What else is there to do? Mm-hmm. You know what? I found his sunken vessel just outside. Bet that could take us to Theta. Really? Didn't look completely out of action. It even lit up a little when I tried the Omni tool on it. Okay then, let's have a look. I'll just eject from this thing. Don't forget to take me with you. Natürlich nehme ich dich mit, sonst komme ich ja gar nicht auf das Schiff. Komm hier eigentlich. Reichskarte. Ich bin da, wo das grüne Ding ist. Where did you go? I'm waiting. Ja, Mann. Schau mich hier noch ein bisschen um, wenn du nichts dagegen hast. Ist noch so ein Gesundheitsding? Alright, let's do this. Come pick me up. Ja, keine Hektik. Falsche Seite.
Can I pull the Omni tool out? Wait. Okay, just be sure to plug me in again at some point. You got it. Good luck, Simon. Ja, mach ich. Jetzt muss ich wieder rausgehen, ja? Du bist jetzt nicht hier, Viecher. Let's go swimming again. Also, wir müssen jetzt die Arche irgendwie dazu bringen, dass sie ins All startet. Dazu müssen wir in dieses schöne Raum, Flugschiff, Fahrschiff, Schiff, halt. Und ich setze sie hier wieder ein. What is this? Curie Emergency Vessel 4. Hey, Simon, can you hear me? I hear you. Can you get this thing running? Hang on, I'll give it a try. Sorry, it's dead. With a shot? The CV came from Curie. It was a ship that used to make runs between Lambda and Lisbon. Looks like their wreck is close. Maybe you can find a vessel like this one inside. Sounds like a plan. Okay. I'll just save the security information and update the Omnitool. There. Should help you get around. Great. Okay. Ich sag mal in die Richtung, oder? Es gibt keine Karte. Da muss schon wieder so ein Aufpassroboter. Hier ist ein grüner Pfad. Sollte ich den längs gehen? Der laufe ich auch total wieder in die falsche Richtung. Das kann natürlich sein, aber werde ich ja spätestens merken, wenn mir was bekannt vorkommt. Nicht schon wieder so ein Ding. Ich mal hier in die Seite. Das war nur eine Vision. Okay, aber es geht hier weiter. Okay, sogar mit Taschenlampe. Okay. Okay, mehr oder weniger gesichert. Es sei denn natürlich, hier drin ist irgendwas und ich komme nicht mehr raus. Aber es sieht nicht wirklich danach aus, als ob ich hier so viel sicherer wäre.
Okay, die Seite kann ich hochklettern. Hier kann ich nur nichts erkennen. Okay. Da kannst du noch weiter nach oben. Und hier geht's weiter in die Mitte. Hier könnte ich noch lang. Meine Taschenlampe hat auch Spaß. Und Jumpscare. Nee. Hier ist Ende. Ich bin gespannt, ob hier irgendwas jetzt kommt oder ob ich wieder draußen bin. Okay, ich bin zwar wieder draußen, aber an einem Ort, wo ich vorher nicht hinkam. Was denn? Warum denn? Ah, es ist. Oder auch nicht. Die Taschenlampe reicht ja nicht weit. Aber da ist was Großes da hinten. Und hier rum. Einfach näher ran. Und von nichts beißen lassen. Mit dem Hai da oben. Ich laufe direkt auf den Eingang zu, das ist gut. Blue schnell hier durch. Okay, gut, ja. Hier komme ich nicht durch. Geil gestaltet hier. Schön die Muscheln hier drauf. Schön die Muscheln hier überall drauf. Hier überall, das ist gut. Okay. Gut, da wartet nichts Komisches drin. Die ging schnell wieder zu die Tür. Und das Geruckel kam davon, dass es gespeichert ist. Let's find a working escape vessel. Kann ich. Hey, fliegt alles raus. Lootet alles raus hier. Kannst sogar werfen. Was? Egal. Notfallshuttle. Muss ich jetzt wahrscheinlich hier um die Ecke rum, ja? Was ist das? Dass das lootet. Okay,
Okay, das ist ein Rohr. Ich dachte, da steckt irgendein Pfeil drin oder so. Das Ding wieder hinter mir. Hoffentlich kann es keine Tür öffnen. Lauf einfach. Okay, F12, 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 F12.